Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er ist der Pujan, ich bin der Sascha und wir haben beide hier so eine Birne. Jo, weil kann man sagen. Silvester war hart. Erste, was macht man davor? Weiß ich nicht, war gestern in der Sendung. Die Vorsätze vergessen. Was war also gestern, kurz was davor. Haben denn, was haben wir gestern noch in der Sendung erzählt? Das sollen sie sich selbst angucken. Ja, genau. Ja, unser heutiges Geburtstagskind. Am 1.1. Am 1.1. Leonid Iljitsch Brezhnev. Ja. Genau, der gute Mann ist 75 Jahre alt geworden. Ist ja ein stolzer Alter. Geboren 1907. Hm? Also 1982. Und für die Zeit sind 75 ein stolzes Alter, glaube ich. Ja, geht schon. Also mittlerweile schaffst du auch 75,5. Ja. Wenn du noch eine dritte Niere angepflanzt bekommst. Russischer Politiker, ne? Sowjetischer Politiker. Politiker. Ja, da muss man ein bisschen. Muss man ja die Kirche im Dorf lassen. Butter bei die Kirche. Genau. Ja. Er war langjähriger Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU. Und, Was er niemals mitbekommen hat, war ja die Autobahnmaut. Das stimmt. Ja, weil an diesem Tag, am 1.1. Hat der ein Schwein gehabt, ne? Am 1.1. ist die Autobahnmaut. Ist ja eingeführt worden über Tollcollect und die LKWs müssen seitdem 2005 müssen die Autobahnmaut, das ist das bescheuerte Wort, Autobahnmaut entrichten. Und ich bin so froh, die Maut wird nicht kommen, nicht bei uns. Bestimmt nicht. Nee, garantiert nicht. So sieht's aus. Ja. Aber darüber hinaus, mal abgesehen von der Autobahnmaut, für LKWs, PKW ist nur so eine Frage der Zeit, mal schauen, was passiert, für LKWs. Abgesehen davon ist der 1. Januar auch der Nationalfeiertag in Haiti. Wo ist Haiti ungefähr? Haiti liegt genau hinter uns. Ja, aber nee. Genau hinter uns. Hättest du es gewusst, wo Haiti ist? Ja klar, das weiß man doch. Woher denn? Ist doch bei der Domrep. Was ist die Hauptstadt? Woche? Nein, nicht ablesen! Port-au-Prince, glaube ich. Ja, Port-au-Prince, genau. Guck, nicht ablesen. Guckt auf seinem Laptop da. Laptop? Gar nichts hättest du gewusst. Ich habe hier einfach nur einen Pizzakarton. Ja. Das heißt aber Port-au-Prince übrigens, glaube ich, oder so. Port-au-Prince. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ist ja wurscht. Ja. Aber in 2003 ist auch das Dosenpfand eingeführt worden. Die am 1.1.2003, also heute, am 1.1. Ist das Dosenpfand eingeführt worden, was ja Ewigkeiten, es gab ja Ewigkeiten, das hat einmal weggeschmissen, ne? Okay. Weißt du noch, als Kind hat man doch irgendwie auf die Dosen so draufgetreten und dann so klack, klack, klack auf den Dosen so rumgelaufen. Genau. Ja. Früher gab es aber auch noch diese Dosenverschlüsse, die du dann abmachen konntest. Also die Dinge ab und dann konntest du richtig rumschnüffeln. Genau, ja. Mit dem Ei kriegst du die Scheiße ja nicht mehr weg. Also das ist ja alles eins. Ist ja alles eins, genau. Ist ja auch gut für die Entsorgung. Und gut für die Augen. Gut für die Augen, weil dann einige Leute da erblindet sind. Einige da erblindet sind damals. Naja, gut. Sag mal, war es das für den 1.1.? Das war der 1.1. Hervorragend. Daily heißt es ja hier, ne? Genau. Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Tschüss. Cheerio, Miss Sophie.